Hallo Freunde, es ist wieder soweit. Seit langem habe ich mir wieder ein neues Messer gegönnt und zwar diesmal ein russisches Jagdmesser von Denis Uldanov, das Spartak. Dieses Messer werde ich euch in diesem Video etwas genauer vorstellen, ein bisschen auf den Stahl eingehen und ein bisschen auf die Performance des Messers. Der Griff dieses Messers ist aus Wüsteneisenholz gefertigt. Hier haben wir so Carboneinlagen und die Klinge ist aus S90V, einem pulvermetallurgischen Stahl, gemacht. S90V ist ein martensitischer Edelstahl, der sich aus 2,3% Kohlenstoff, 14% Chrom, 9% Vanadium und 1% Molybden zusammensetzt. Die industrielle Anwendung dieses Edelstahls sind zum Beispiel Schnecken von Spritzgussmaschinen, Einsätze in Spritzgusswerkzeugen, Schneidwerkzeuge, Ventile und Lager. Da es sich bei dem Messer um ein Jagdmesser handelt, ist die Klingengeometrie sehr schneidfreudig ausgeführt. Damit meine ich, dass das Messer eher nicht dafür gedacht ist, dass man damit Betoning oder ähnliche Dinge macht, sondern man es wirklich als Jagdmesser verwendet. Die Klinge hat einen Flachschliff und ist knapp unter 12 cm lang, also ca. 11,7-11,8 cm. Die Gesamtlänge des Messers ist ca. 24 cm. Die Höhe der Klinge beträgt nahe beim Griff 25,6 bis 25,7 mm. Und die Klingenbreite beträgt am Griff knappe 3,8 mm. Und sie läuft dann zur Spitze hin zusammen und geht dann langsam gegen Null. Jetzt wiegen wir das Messer noch. Schauen wir, wie schwer das ist. Ja, es hat ein Gewicht von 148 Gramm. Noch ein paar Worte zur Lederscheide, welche mitgeliefert wird. Sie ist ebenfalls sehr, sehr hochwertig verarbeitet, hat rundherum versiegelte Kanten und ist perfekt auf das Messer abgestimmt. Etwas schneiden wollen wir natürlich auch noch. Ich habe jetzt keinen Fisch zum Ausnehmen oder irgendetwas, ein Tier von der Jagd da. Deswegen sage ich, wird für eine kleine Demonstration ein Erdapfel herhalten. Und wie man sieht, gleitet das Messer durch den Erdapfel wie durch Butter. Und noch ein paar abschließende Worte zu diesem Messer. Ja, ich habe mich für ein russisches Jagdmesser entschieden, weil es mir vom Design her sehr, sehr gut gefällt, weil die Verarbeitung sehr, sehr gut ist und speziell ist es das Spartak geworden, weil die Reputation vom Messermacher Denis Uldanov sehr, sehr gut ist. Ja, ich werde bestimmt weiter berichten, wie sich das Messer dann in der Praxis bewährt und sage mal danke, dass ihr mich bei diesem kurzen Review begleitet habt. Man sieht sich demnächst auf eurem oder auf meinem Kanal. Tschüss, pfiat euch!